Braucht MV das gesonderte Integrationsgesetz? Ja, unbedingt, meinen die Bündnisgrünen und berufen sich dabei auf ähnliche Gesetzgebungen aus anderen Bundesländern. Bei der aktuellen Landtagssitzung hat die Fraktion die Regierung deswegen unter Beschuss gesetzt. Meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beobachtet bereits seit Monaten, wie die Landesregierung und ihre Ministerien an einem sogenannten Arbeitsprogramm Integration arbeiten. Auf den Fluren der Ministerien hört man nun, dass das Papier immer mehr verwässert wird und immer weniger verbindliche Maßnahmen enthält. Der Vorwurf rief plötzlich eine wahre Empörungswelle bei der Großen Koalition hervor. Die Sozialministerin wirkte dabei fast persönlich betroffen. Sie missbrauchen dieses Thema. Und das Thema wird wunderbar von der rechten Seite aufgegriffen. Anstatt gemeinsam zu überlegen, so wie wir es im Sozialausschuss auch tun, anstatt zu überlegen, wie wir uns gemeinsam diesen Fragen nähern, fangen Sie an und benutzen dieses Thema. Und das ist so gefährlich. Und ich bin sehr enttäuscht davon, was Sie heute hier vorgetragen haben. Eigentlich hatten die Bündnisgrünen gar nicht vor, die Koalition außerordentlich zu reizen. Vor allem ging es ihnen darum, feste Regularien in Sachen Integration per Gesetz zu etablieren. Die Opponenten hingegen setzten auf Flexibilität und tägliche Anpassungsfähigkeit, die in MV besonders gut funktionieren sollen. Mir zeigt die Erfahrung aus anderen Bundesländern eines ganz deutlich. Dass Mecklenburg-Vorpommern ganz oben bei der Bewältigung dieser Problematik steht. Und das war nicht nur die Problematik der Erstaufnahme von Flüchtlingen, das zeigt mir die Bearbeitung der Anträge dieser Flüchtlinge. Und ich bin noch fest davon überzeugt, dass wir anderen Bundesländern in Deutschland auch bei der Frage der Integration weit voraus sein werden. Und noch ein weiteres lag den Grünen am Herzen, ein echtes Kernthema. Einen weiteren Versuch starteten sie mit dem Klimaschutzgesetz. Dessen Zweck soll es sein, verbindliche Klimaschutzziele für das Land festzulegen und einen rechtlichen Rahmen für die Belange des Klimaschutzes zu schaffen. Alle Skeptiker wollten die Bündnisgrünen gleich mit einem Schreckensszenario für eine positive Entscheidung begeistern. Leute, dann lehnt euch zurück, wartet die Wahl in den USA ab. Wenn Donald Trump gewählt wird, dann könnt ihr eh alles vergessen. Der räumt dann in eine ganz andere Richtung alles ab. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Dämme höher bauen, Zäune höher bauen, damit die Menschen, die vor den Klimaveränderungen fliehen, unser Land nicht erreichen. Ob Trump am Ende gewinnt oder nicht, für Mecklenburg-Vorpommern steht einiges bereits fest, nämlich... Gerade in den letzten Jahren gibt es leider keine Reduzierung der CO2-Emissionen in Mecklenburg-Vorpommern, sondern wir befinden uns praktisch knapp unterhalb 11 Millionen Tonnen. Ich halte diese Entwicklung für problematisch, weil eigentlich angesagt sein müsste ja eine Reduzierung von CO2 und nicht eine konstante Fortschreibung, die tendenziell auch leicht zu einem Anstieg führen kann. Auch bei den Oppositionskollegen stieß der Gesetzentwurf auf viel Verständnis. Nicht so oft gelingt es den Bündnisgrünen sonst fast den ganzen Landtag auf einmal zu überzeugen. Wir begrüßen, dass der Gesetzentwurf zur Förderung des Klimaschutzes die Lücke zwischen gesetzlich verankerten Zielen, der koordinierten Umsetzung der Maßnahmen und deren Kontrolle sowie einem begleitenden Monitoring schließt. Das Ergebnis: Mit dem Klimaschutzgesetz in seiner zweiten Lesung wird sich der neu gewählte Landtag im Herbst befassen müssen. Der jetzigen Legislatur fehle dafür einfach der zeitliche Rahmen, so die Entscheidung der Abgeordneten. Ganz anders bei dem Antrag der Großen Koalition zur Unterstützung des ökologischen Landbaus. Zugegeben, es ging dabei nicht um ein neues Gesetz. Wir haben stabile Wachstumsraten in den letzten Jahren. Wir haben eine stabile Preisentwicklung in den letzten Jahren. Und es macht Sinn, auch hier im Lande ausdrücklich über alle Grenzen der demokratischen Fraktionen hinaus für den ökologischen Landbau zu werben. Was fehlt denn eigentlich dem heimischen Ökobauer? Warum sinkt die Zahl der ökologischen Agrarproduzenten in MV? Schließlich wird hierzulande, wie auch in ganz Deutschland, immer mehr Bio gekauft. Ebenso richtig ist, dass die Kunden, die ökologische Lebensmittel nachfragen, zunehmend preisbewusst sind. Die Folge ist, dass wir zunehmend auch ökologisch produzierte Importwaren in deutschen Regalen finden. Die Frage ist zu stellen, was sind die Ursachen dafür, dass andere günstiger produzieren können als wir?
Die Ursachen sind vielfältig. Allerdings führen sie alle dazu, dass der Biobauer in Deutschland immer weniger Umsätze erzielen kann. In MV will die Große Koalition das jetzt ändern. Einen guten Willen hinter dem entsprechenden Antrag hat die Opposition unmissverständlich erkannt. Mehr allerdings nicht. Der Antrag der Großen Koalition in Mecklenburg-Vorpommern ist mir allerdings auch ein wenig zu unkonkret. Ein typischer Koalitionskompromiss, könnte ich eben sagen. Kompromisslösungen kommen in allen Gremien der Welt bekanntlich am besten durch. Dem Antrag, die Spitzenposition des ökologischen Landbaus in Deutschland weiter auszubauen, wurde mehrheitlich zugestimmt.